Im Moment wird diskutiert, ein Atommüllendlager in der direkten Nähe zu Deutschland oder Luxemburg einzurichten und zu erforschen, ob doch die geologischen Möglichkeiten dafür da sind. Wir haben davon auf deutscher Seite sehr kurzfristig erfahren. Es war alles nicht transparent und deswegen haben wir im Landtag dazu einen Antrag eingebracht, der unsere Position dazu nochmal deutlich macht. Als Mitte Mai die Pressemeldungen da war, haben wir schon damit gerechnet, dass jetzt etwas passiert, dass also das Bundesumweltministerium aktiv wird, weil wir ja eine deutsch-belgische Nuklearkommission haben, dass da Stellungnahmen vorgestellt werden, in der Öffentlichkeit Statements abgegeben werden. Was ist einfach nur ruhig gewesen. Und das war uns Anlass zu sagen, bitte, wir fordern diese Beteiligung. Natürlich ist Belgien ein souveräner Staat und kann auch entscheiden, wo sie nach entsprechenden Endlagern suchen. Wir sind hier von deutscher Seite der Meinung, dass gerade die Tonsteine nicht so geeignet sind und erst recht nicht in einer erdbebengefährdeten Zone des Maas- und Rheingrabens. Aber das ist eine inhaltliche Diskussion. Aber uns geht es eben um diese Beteiligung, die fordern wir auch jetzt ganz massiv ein. Belgien hat sich genauso wie die Bundesrepublik dazu verpflichtet, im Rahmen der strategischen Umweltprüfung auch den Nachbarn zu beteiligen. Da gibt es eine Konvention auf UN-Ebene, die ESPO-Konvention, und ja, die wollen wir umgesetzt sehen. Und dazu ist es halt wichtig, dass jetzt endlich mal von Berlin aus Richtung Brüssel transportiert ist. Nehmt die Leute bitte alle mit. Ja.